Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession mit mir, Players Club Member, in dem Spiel Rising World. Und erstmal muss ich sagen, ein Dankeschön an Heiko für den Tipp, weil er hat gemeint, mit Schnee unten drunter sieht es doch eher aus wie eine Wolke. Und ich muss sagen, er hat sogar ein bisschen recht. Also, ich finde es schon ein bisschen schöner. Das Problem dabei ist nur, wenn ich hier Schnee unten drunter habe, sieht man das von unten. Moment, ich kann es euch mal zeigen. Von unten sieht es aus wie so, ja, wie so ein schwarzer Fleck, würde ich sagen, oder so in der Art. Da muss ich mir auf jeden Fall noch einfallen lassen, dass das ein bisschen schöner aussieht. Weil wenn wir jetzt hochgehen würden, jetzt mal, so, dann L drücken, also Licht, dann sieht man hier alles schön weiß und so. Und an der Seite so ein bisschen nach oben, wo das Ganze dann so Art Wolke aussieht. Jetzt habe ich nur das Problem, ich will ja da oben auch noch ein bisschen Erde drauf klatschen. Also ich will, dass das alles ein bisschen schöner aussieht für die Plattform hier. Und dazu müsste ich die Brücke nochmal wegreißen. So leid, wie es mir tut. Das hat aber nur den Grund, weil ich die Brücke dann ein bisschen höher bauen muss. Wieso, das zeige ich euch gleich. Weil, wie gesagt, das da drüben soll ja erstmal die Standardplattform sein, die Plattform praktisch, wo ich anfangen werde. Und hier muss ich dann gucken, dass das alles ein bisschen besser aussieht. So. Dass es also praktisch hier aussieht wie eine Wolke. Und darauf möchte ich dann Erde klatschen. Das ist das Problem, ich muss die irgendwie gerade hinkriegen. Ich hoffe, es gelingt mir irgendwie, die ein bisschen gerade hinzukriegen. Warte mal, das Licht könnte ich mal ausmachen. Ich hoffe jetzt an der Seite, ja, an der Seite ist noch ein Abstand. Das war jetzt, glaube ich, ein bisschen zu viel. Weil ich will ja so eine Art gerade Fläche haben, dass ich darauf dann das erste Haus bauen kann. Vielleicht können wir das dann später noch ein bisschen mit dem Rechen nachkorrigieren. Aber wie gesagt, so sicher bin ich mir da gar nicht, weil so wirklich mit dem Rechen habe ich noch nie so wirklich gearbeitet. Dass es praktisch so ungefähr gerade aussieht. Ich werde dann noch ein bisschen die Wolken verbessern. Das sieht ein bisschen doof jetzt aus. Aber das kriegen wir schon noch hin, denke ich mal. Ja, das war jetzt dumm von mir. Von unten soll es halt praktisch aussehen wie eine Wolke. Ja. Und von oben dann halt praktisch so wie eine Stadt halt auf den Wolken.
Und ich glaube, damit habe ich mir mal wieder ein Herkules-Projekt aufgezählt. Also mir da auf einmal was einfallen lassen, wo ich sehr viel dran arbeiten muss. Ich will es natürlich so schön wie möglich machen. Aber ob es perfekt funktioniert, weiß ich noch gar nicht, weil, wie gesagt, ich habe das so noch nie ausprobiert. Deswegen, wie gesagt, ein bisschen Geduld haben. Aber der Wind hier oben ist schon heftig. Also das ist schon, finde ich, nicht so dolle. Aber gut, was will man erwarten? Man will ja eine Stadt in den Wolken bauen. Da ist es leider halt ein bisschen windig. Ich muss halt auch mal schauen, ob das überhaupt funktioniert, so wie ich das vorhabe. Auf jeden Fall verbindet sich das Ganze schon mal richtig gut mit unten. Also war der Tipp auf jeden Fall schon mal gut. Aber ich habe mir auch schon gedacht, dass das ein bisschen schwierig wird. Aber man darf ja die Hoffnung nicht aufgeben. Ich habe auch die ganze Zeit schon rumgegrübelt, wie ich das bauen soll oder wie das funktionieren könnte. Und habe auch ein bisschen getestet. In den Tests ist alles eigentlich super gelaufen, aber hier habe ich dann auf einmal so kleine Problemchen. Keine Ahnung wieso, vielleicht weil ich gerade aufnehme. Aber ich versuch's trotzdem. Ich bin ja hier, um was zu lernen. So, wieder Erde. Ihr seht schon, unten drunter ist Schnee. Da wird ein bisschen Schnee angezeigt, klar, weil die untere Schicht auch Schnee ist. Wenn ich eins gelernt habe, dass man mit Ausprobieren am meisten erreicht. Mit dem Game zumindest. Und es da natürlich einen Haufen Gamer gibt oder einen Haufen Spieler gibt, die natürlich das Spiel besser spielen können wie ich, das ist ganz klar. Ich habe es ja erst neu angefangen. Aber ich finde das Spiel trotzdem klasse, gerade wegen den Möglichkeiten, was es hier bietet. Und ich habe echt Hoffnung, dass es doch noch hinhaut. Dass ich hier noch alles gut hinkriege, so wie ich das gerne möchte. Ich muss halt Geduld haben, ich muss dazulernen, ich muss versuchen, da immer so meine Richtung zu finden.
wie ich bei dem Spiel am besten aufbauen kann. So. Jetzt sieht das Ganze aus wie so eine Mondbasis, würde ich jetzt mal behaupten. Aber außen drin haben wir noch den Schnee. Schön. Jetzt muss ich halt mal schauen, ob ich das irgendwie glatt kriege. Warte mal, da fehlt noch was. So habe ich mir das ungefähr gedacht. Jetzt aber noch die Hügel glatt kriegen. Irgendwie. Dann würde es gut aussehen. Da vielleicht ein bisschen rein. Da ein bisschen runter. Jetzt sieht es aus wie so eine kleine Fläche, finde ich. Da wieder ein bisschen rein. Da wieder ein bisschen runter. So, dass es halt ziemlich gerade aussieht. Da vorne ist es am meisten wichtig eigentlich, weil da soll ja dann so eine Allee oder so ein Garten entstehen. Also die Ränder hier hinzukriegen ist schon ein bisschen schwer, finde ich. Da muss ich dann noch ein bisschen außen dran dann mit dem Schnee gehen. So, ich denke mal, so sieht es doch gar nicht mal so schlecht aus. So, dann würde ich sagen, dann brauchen wir... Warte mal. Dass so ungefähr eine gerade Ebene gibt. Zwar muss ich dann an der Seite noch ein bisschen schauen, dass ich den Schnee ein bisschen höher kriege, dass es wirklich aussieht wie eine Wolke. Aber damit beschäftige ich mich dann... Moment. Da haben wir noch gerade Flächen, die ein bisschen gerade sein müssten. So, weil hier zum Beispiel soll ja diese Allee hin, praktisch, wo man ein bisschen so einen Garten hat und so, also sowas in der Art halt. Ich bin noch nicht ganz am Überlegen, was ich da genau machen möchte, aber mir wird da schon noch was einfallen. Und ja, ich denke mal, von der Seite sieht es auf jeden Fall besser aus. Jetzt warte mal, da muss ich mal kurz mal Schnee wieder benutzen. Schauen, ob wir da an der Seite noch was machen können. So, dass das ein bisschen eher nach Wolke aussieht. Sieht doch gut aus. Funktioniert zumindest schon mal von der Seite sehr gut. Ich will aber... Geht das? Ja, es geht. Dass es so ein bisschen drüber geht. Ah, das war gerade, glaube ich, ein bisschen zu viel. Moment.
Der Effekt dabei ist, dass das Ganze dann ein bisschen gerade wirkt. Praktisch so der Zuckerguss halt, auf Deutsch gesagt. So, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Schnee. Jetzt wird das Ganze halt ein bisschen kleiner, wie gedacht. So hätten wir aber eine schöne Verbindung. So, dann bräuchte man noch ein bisschen. Moment. Kleiner Fehler ohne Lauf. Das da außenrum sieht ein bisschen besser aus, finde ich. Aber so manchmal geht es mit den Spitzen und manchmal geht es irgendwie nicht so. Ah, jetzt. So, da la. So sieht es irgendwie schon mal nicht schlecht aus, finde ich. So, dann hier vielleicht noch ein bisschen. So. Jetzt muss ich hier noch ein bisschen auffüllen. Obwohl es gar nicht mal so schlimm wäre, weil hier tun wir ja dann unser Gebäude platzieren. Die Frage ist nur, was für ein Gebäude wir hier hinstellen. Also hier sieht es jetzt aus so ein bisschen nach Wolke. Finde ich schon mal sehr gut. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich die Brücke natürlich ein bisschen höher ziehe, ganz klar. Und dazu fangen wir einfach mal wieder mit der Brücke an. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich das Einfachste sein. Natürlich passt das Ganze jetzt mal nicht so mehr ganz, weil hier natürlich alles nur aus Stein ist, klar. Aber das ist auch irgendwie die pure Absicht, weil hier soll ja erstmal nur Schlafmöglichkeit sein, Baumöglichkeit sein und so weiter, dass wir hier ein bisschen was bauen können. Und dass ich mir dann praktisch überlegen kann, wie ich die einzelnen Häuser machen will. Ihr versteht schon richtig. Einzelne Häuser. Ich will natürlich auch dann noch andere Flächen bauen, die dann auch so ungefähr wie das hier ist. Vielleicht noch ein bisschen schöner, wenn es dann mir ein bisschen leichter fällt oder dass ich so neue Ideen dafür habe. Und dass wir dann praktisch mehrere Inseln haben, die auf Deutsch gesagt so aussehen wie Wolken. Und dass wir dann praktisch überall vielleicht zwei Häuser hinbauen oder eine Werkstatt oder einen Laden oder was weiß ich. Ja, und das praktisch dann alles mit Brücken verbinden. Das bestimmt richtig geil aussehen. Aber wie gesagt, da muss ich noch überlegen, was genau da alles hinkommen soll. Es ist ja, sagen wir mal, ein Versuch. Ja. Also man kann jetzt nicht erwarten, dass jetzt alles wunderbar klappt, gleich von Anfang an oder so. Das wird schon eine gewisse Zeit brauchen. Aber ich denke mal, mit der Zeit wird es bestimmt ein schönes Städtchen hier oben.